zwei große Wettkämpfe im Jahr. Letztes Jahr war es Roth mit der Weltbestzeit von 7:41:33. Dieses Jahr ist es Frankfurt, was er im Jahre 2010 schon gewinnen konnte. Und natürlich der 13. Oktober 2012, die Weltmeisterschaft in Kona. Das große Ziel für jeden Ironman Triathlet. Und jetzt ist er da, meine Damen und Herren. Hier ist Team Erdinger Alkoholfrei, Team K-Swiss BMC, Andreas Riedert! 12:09 der Rückstand. 12 Minuten und 9 Sekunden momentan der Rückstand für Andi Riedert, den wir nochmal wieder mit Riesen rauspushen. Jetzt bei dir, Werner. Ja, und der Rückstand von Andi Riedert auf Marino van Hoonacker ist genau 3,4 Kilometer. Das in Kilometer ausgedrückt, das was du in der Zeit gesagt hast, aber warte mal ab, Andi Riedert, ein exzellenter Marathonläufer, der kann auf diese 42 Kilometer lange Strecke noch einiges gut machen. Wie gesagt, noch knapp 2 Stunden Renndauer ist angesagt für Marino van Hoonacker und auch für Andi Riedert. Ich habe eben gehört und gesehen, dass Marino ganz locker um einen Pfosten sich rumgeschwungen hat bei einer Wendemarke. Also er ist locker drauf, der Belgier. So, Marie Hufe kommt jetzt am einzelnen Steg vorbei. Also die nächste Top-Platzierte bei den Damen, Marie Hufe aus der Bundesliga Deutschland, ebenfalls jetzt den Marathon gestartet. So, und jetzt heißt es Augen auf. Wer sind die weiteren Verfolger hinter Andreas Riedert?